In diesem Videotutorial werden die grundlegenden Gleichungen vorgestellt, die man für Aufgaben der Elektrostatik benötigt. Es fängt an mit dem Satz vom elektrischen Hüllenfluss. Er besagt, dass die freien Ladungen, die in einem abgeschlossenen Volumen vorhanden sind, sich berechnen lassen aus den Feldlinien der elektrischen Flussdichte, die durch die Oberfläche des Volumens durchtreten. Formelmäßig ausgedrückt bedeutet das, dass Q gleich das Oberflächenintegral über d mal dA ist. Was bedeutet diese Formel jetzt anschaulich? Stellen wir uns vor, wir haben im freien Raum ein paar freie Ladungen. Ein paar positive Ladungen. Und auch ein paar negative. Jetzt ist es per Definition so, dass die Feldlinien der elektrischen Flussdichte in positiven Ladungen beginnen und in negativen Ladungen enden. Wir können also sagen, dass zum Beispiel hier eine Feldlinie ist. Dieses Modell ist jetzt sehr vereinfacht. Es kommt aus einer Ladung nicht nur eine Feldlinie raus, sondern es gehen radial ganz viele dabei raus. Aber für unsere Anschauung hier soll uns dieses simple Modell mal genügen. So, dann hätten wir hier auch nochmal eine positive und eine negative Ladung. Da haben wir auch ein D-Feld. Und jetzt haben wir hier zwei positive Ladungen übrig, die aber keinen negativen Partner in unserem Volumen abbekommen haben. Und die strahlen jetzt das D-Feld irgendwie radial in den freien Raum. Was sagt jetzt unsere Gleichung aus? Unsere Gleichung sagt, wenn wir über die Oberfläche unseres Volumens integrieren, wir definieren zum Beispiel mal, dass dieses hier die Oberfläche ist, und wenn wir alle D-Feldlinien, die durch diese Oberfläche stoßen, aufintegrieren, also summieren, hätten wir hier und da, dann bekommen wir als Ergebnis die Anzahl der freien Ladungen innerhalb unseres Volumens. Das sehen wir hier auch. Wir hatten zwei freie Ladungen und in unserem einfachen Modell sehen wir auch, dass zwei Feldlinien durch die Oberfläche stoßen. Mit dieser Formel kann man also berechnen, wie viele Ladungen sich in einem Volumen befinden, freie Ladungen. Die zweite Gleichung, die wir für die Elektrostatik brauchen, ist die Verknüpfung von der elektrischen Flussdichte und dem elektrischen Feld. Die elektrische Flussdichte ist über die Dielektrizitätszahl Epsilon 0 und die relative Dielektrizitätszahl Epsilon R mit dem elektrischen Feld verknüpft. Diese beiden Konstanten hier sind meistens bekannt. Das Epsilon 0 ist eine Naturkonstante. Fürs Vakuum ist diese sie gibt an, wie fürs Vakuum das D- und das E-Feld miteinander verknüpft sind. Der Zahlenwert ist 8,854 und noch ein paar weitere hinterm Komma mal 10 hoch minus 12 Ampersekunden pro Voltmeter. Das ist eine Konstante, die kann man sich dann prima auf den Formelzettel schreiben. Das Epsilon R ist eine Zahl, die ist größer oder gleich 1. Fürs Vakuum wäre sie 1. Für alle anderen Stoffe, also für alle Materie, ist die Zahl größer 1. Bei Wasser ist es zum Beispiel ungefähr 80. Für Luft können wir annehmen, dass es auch ungefähr 1 ist. Die dritte Formel, die wir für die Elektrostatik brauchen, ist die Verknüpfung von der elektrischen Spannung und der elektrischen Feldstärke. Die elektrische Spannung ist so definiert, dass sie dem Wegintegral über dem elektrischen Feld entspricht. Wenn ich also entlang einer elektrischen Feldlinie das E-Feld aufintegriere, bekomme ich als Ergebnis die Spannung zwischen dem Start und dem Endpunkt der Integration.
Zuletzt die vierte Gleichung. Die Kapazität einer Anordnung ist definiert als die Ladung pro Spannung, die sich auf dem Körper befindet. Bei Grundlagen der Elektrotechnik wird man in der Regel Plattenkondensatoren, Kugelkondensatoren und Zylinderkondensatoren vorfinden. Und mit Hilfe dieser Formeln kann man dann jetzt ausrechnen für eine gegebene Geometrie, welche elektrische Kapazität sie denn hat. Aber dafür gibt es weitere Videotutorials.